Deine Tomtele ist ein Loch drin. Leute, es geht um Fakes, aber wir haben hier gerade irgendeinen UK-Rapper getroffen. Aber Luciano? Ich trage zum Beispiel, mein Gürtel ist auch fake, so auf Tranquil. Ja, schon cringe, bin ich ehrlich, ne? Im Montclair-Maya, ja. Wie viel Prozent davon sagst du ist fake oder echt? 80% schon fake, Bruder. Meistens schon, bei Kanix auf jeden Fall fake. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute im Video werden wir die Leute auf der Mall of Berlin hier hinter mir fragen, was sie zum Thema Fakes halten. Was sie von Fakes halten, ob sie schon mal Fakes getragen haben und ob sie das feiern, ob sie das verabscheuen oder was auch immer, Leute. Ich würde sagen, ohne lange rumzuschnacken, fangen wir direkt an. Let's go. Wie heißt du erstmal? Abu. Johanna. Johanna, freut mich. Guten Tag. Tarik. Ahmad. Luis. Nines. Ich heiße Effe. Du trägst Fakes oder trägst du keine Fakes? Feierst du Fakes tragen? Was sagst du dazu? Also schon normal. Du trägst Fakes, ne? Fall, mit Herz, Bruder. Ihr tragt auch Fakes? Ja, safe. Ja, für mich ist es komplett in Ordnung. Ich würde zum Beispiel niemals echt einen Tierpelz tragen. Also okay. Ich bin auch vegan, deswegen das kommt für das mich gar cool. nicht in Frage. Deswegen bin ich damit total fein und ja. Also ich finde Fake super, weil ich trage auch selber viel Fake. Aber ich finde, man sollte es übertreiben so mit irgendwie, dass man richtig Fake-Sachen-Jacken trägt oder Schuhe. So, ich finde, so bei Caps geht es in Ordnung, sonst eigentlich eher weniger. Ja, diese Gucci-Cap ist schon low-key ein Muss so, ne? Ja, schon, ja. Bruder, hast du schon mal Fakes getragen, Ahmad? Nein. Wie findest du es, wenn Leute Fakes tragen, so? Wie mein Freund hier, seine Schuhe, so. Sind die Fakes, sagst du? Ja. Yeah. Damn, that's tough. Was sagst du dazu? Mal leise mit deinem... Diese sind aber echt, oder? Diese Champion-Dings? Ja, ja, ja. Spyro, red es mir noch. Wie? Aber so wie mein Freund hier mit seinem Tom Taylor. Mein Schuh, guck mal, gut. Guck mal, ein bisschen kaputt. Mach mal Hose hoch, Bruder. Aber guck mal, wenigstens real. Oh. Tom Taylor, real. Tom Taylor ist aber crazy, Loki. 110 Euro? Ja, von Deichmann. Also bei Pelz ist ja so eine ethische Sache. Aber ich meine jetzt so bei Marken geht es ja viel darum, so um den Status, ums Angeben, um so zu zeigen, was man hat und so. Das ist ja schon mal noch so was anderes. Also würden Sie da dann, wenn es jetzt nicht um Tierwohl gehen würde, würden Sie da in Erwägung ziehen, zum Beispiel sich Fake-Ohrringe oder sowas zu holen? Ja, also ich habe Fake-Prada-Taschen. Die habe ich alle aus New York vom Canal Street, deswegen ich bin da ganz okay mit. Okay, die sind mir viel zu teuer, weil ich gehe damit feiern und lande da irgendwelche Getränke drauf oder so. Das ist mir nicht wert. Was an deinem Outfit ist fake? Die Schuhe, Bruder. Diese Nike ist alle real, ne? Ja, ja, alles fake. Ja. Ich habe auch fake Gucci Cap. Diese LV auch fake? Normal. Ja, jetzt nie gekauft. Ja? Ja. Und diese Gucci Cap ist auch fake? Ja. Aber ist, haben wir ja gerade schon gesagt, ist Loki auch ein Muss, diese Gucci Cap gerade irgendwie? Was ist das für eine Puffer, die du trägst? Messier, Bruder. Die ist auf jeden Fall original, Bruder. Das heißt, mal auch diese Mix. Mix, auf jeden Fall original, fake, so, weißt du, was ich meine? Würdest du sagen, diese ganzen Leute, die diese Montclair-Maya-Jacken und jetzt so tragen und Montclair-Mützen, wie viel Prozent davon sagst du ist fake oder echt? Oder ich sag dir so, 80% schon fake, Bruder. Meistens schon, bei Kanix auf jeden Fall fake. Wenn so Deutsche, also weißt du, was ich meine? Ja, ich check. Wie viel Prozent der Leute glaubst du tragen Fake-Sachen? In Deutschland oder Berlin? Hier so, ja, Berlin so. Ohne zu übertreiben, ich glaube 55%, 50%. Ja. Was hältst du so von diesen Montclair-Maya-Jacken, diese Fake-Montclesis, die gerade alle tragen, so gefühlt? Ja, die sind geil, aber ich finde, die sind schon ausgelutscht, weil jeder zweite trägt die irgendwie. 70%. Guck mal da hinten, da trägt ja ein Travis Scott-Schuhe. Sagst du, seine sind fake? Ja. Das sind deine Schuhe fake? Sind ihre Schuhe fake? Nee, die sind echt, aber das ist auch jetzt nicht so eine krass bekannte Marke, weißt du, ich meine? Ich trage zum Beispiel, mein Gürtel ist auch fake, so auf Tranquil. Ja, schon cringe, ja, bin ich ehrlich, ne? Da würdest du campen, wenn du was Fakes hast und so es neu hast, würdest du sagen, es ist echt, obwohl es fake ist eigentlich? Ich sag dir ehrlich, bei mir ist... Wenn es fake ist, sage ich, es ist fake. Ja, wenn es original ist, dann sage ich es original, weil ich mag es nicht. Was sagst du zu diesen Blendern? Ich weiß nicht, Bruder. Was soll er machen? Ja, das ist halt nicht in Ordnung. Also ich finde, man sollte authentisch sein und zu seinen Entscheidungen stehen. Und genau, be yourself. Aber was sagt ihr zu Jungs, die so fake flexen, die so Sachen kaufen und sagen, ist echt? Absturz. Ja, Absturz auch. Also ihr steht immer dazu, ne? Wenn man fake trägt, dann sollte man sagen, dass man fake trägt. Und nicht so auf krass okay so. Guck mal, wenn man fake Sachen klaut, kauft und dann sagt, es ist wie schon cringe, ja? Dann soll man lieber ehrlich sein. Wir haben so einen Typen in der Schule, ne? Der ist 8. Klasse, ne? Der trägt Jordan 4er Paris Edition. Er sagt, es ist real, aber hat nur ein Loch. Hype, ja, Walla, hype. Und er sagt, es ist real, ne? Und wir sagen aber alles fake und wir lachen alle aus. Und deswegen... Wenn man jetzt so abseits von Kleidung guckt und so zum Beispiel auf den Körper an sich geht, wenn man sich zum Beispiel operieren lässt oder irgendwelche Schönheits-OPs machen lässt. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie da irgendwas in Betracht schon mal gezogen haben oder irgendwas an sich machen haben lassen. Was sagen Sie denn dazu? Also für mich ist es total in Ordnung, wenn man sich dann wohler fühlt. Ich selber habe noch nichts machen lassen, aber ich tendiere dazu, wenn ich älter werde, auch irgendwas machen zu lassen gegen Falten. So mit Botox und so? Genau. Und Lippen machen, haben Sie da auch schon mal drüber nachgedacht? Nee, weil meine sind von Natur aus sehr voll. Also ich werde immer gefragt, ob die gemacht sind, aber ich habe schon immer solche Lippen gehabt. Also
I don't need it. Lässt. Ich dachte auch, ihre Lippen wären fake, deswegen habe ich dazu angesprochen. Wenn zum Beispiel Frauen sich jetzt die Lippen machen oder so, oder man sich diese Veneers macht und so weiter. Ist nicht so meins, aber wenn die es mögen, dann sollen sie es so machen. Ja. Katastrophe. Natur ist besser. Ja. Okay, okay. Ey Leute, da vor uns haben wir da eigentlich den perfekten Kandidat, Bruder. Er trägt diese Gucci Adidas Rucksack und so bla bla. Ich glaube, bei ihm ist sogar auch so, dass er alles real ist, was er trägt, so mäßig, weil er sieht nach so einem reichen alten Mann aus, so mäßig bla bla. Ich will ihn nicht fragen, weil er ist mit zwei Kindern unterwegs, Bruder, und das eibt ein bisschen, ja. Ja, was sagt ihr so zu Fake Ice, Fake Cubans und so? Cringe. Boah, wenn man Fake Ice Out trägt, ist schon cringe. Ha? Guck mal. Ich hab ja auch Ketten an, ne? Hier, guck. Aber so auf Tranquil, so edelstahlmäßig, ne? Ja, nee. Weiß es nicht, ich kenn mich nicht aus, ne? Silber, glaube ich. Ja, ich hatte in meiner alten Klasse so einen Freund. Oh, shit. Here we go again. Der hatte Ice-Out-Ketten von Amazon, ne? Man hat schon gesehen, dass die Fakes sind, finde ich, ne? Warum glaubst du, tragen Leute Fakes? Warum kaufst du dir zum Beispiel diese Fake-Gucci-Cap? Was inspiriert dich so oder was bringt dich dazu? Ich mag es halt einfach, weil das zu meinem Style irgendwie passt und die gefallen mir halt einfach vom Style her. Und ja, ich weiß nicht, die sehen einfach gut aus, finde ich. Man wird auch so, glaube ich, viel von so Vorbildern oder Musikern oder irgendwelchen Leuten, die man feiert, die das halt auch tragen, dann inspiriert und kann sich vielleicht nicht das Original nachkaufen, kauft sich dann diese Fakes um mich. Ja, genau. Zum Beispiel Capital Bra trägt der auch zum Beispiel auch diese Gucci-Cap auch voll oft. Feierst du ihn? Und ja, natürlich. Ich glaube, wegen ihm habe ich mir auch diese Cap geholt. Ja, schon. Was sagst du zu Bushido? Nee. Er ist Goofy, sagst du? Ja, also Kapi auf die 1. Feier, ist feier. 300 Euro gebe ich niemals für Gucci Cap. Wie alt seid ihr? 14-jähriger Bruder, wie willst du 300 Euro für eine Cap kriegen, so, weißt du, ich meine? Ey Leute, eigentlich, es geht um Fakes, aber wir haben hier gerade irgendeinen UK-Rapper getroffen, der ein YouTube-Video wollte irgendwie, bla bla. So, what's your name? Nines. You said you got 150k monthly listeners? Yes. Is this like your biggest hit? That's the one. Ah, you're doing this type of music. Yeah, okay, okay. I thought you was a rapper or something like that. No, but I used to do it. Yeah, for real? You used to make rap. Yeah, da bin ich. Ich hab eigenen Song gemacht, Bruder. Was macht ihr heute? Ich schau mir das noch an, ja. Ja, Bruder, der ist hart, aber ich hab den noch nirgendwo gedroppt. Bruder, ich film gerade kurz. Yeah, have you like had some like collabs with other like artists in the UK? Rappers? In the UK? Yeah. I worked with Luciano. For real? Yeah, I done Jewel Love. What? On the Majestic album, Jewel Love. So you're doing the beats or what? Yeah, instrumentals. I used to produce the beat, yeah. But now I'm an artist. That's crazy. That's crazy. How much money do you earn in a month? That's forbidden content. I can't say that. Manager, how much does he earn? A lot of money. Well, 150k, so you can live off that, right? Yeah. What are like materialistic things that you want to achieve for yourself? So you want to like get some ice or a car or something like that? Cars. Yeah. Range Rover? Yeah, man. I got you with some like 4G-Auto wheels on it. Go on then. Go stream Confused 133. Ich grüße Khalil, Furkan, Rida, alle meine besten Freunde und meine Familie. Auf Insta folgen Kutai BLLNN. Ah, okay. Ihr habt keine Genehmigung, um sie zu drehen und Okay, dann machen wir es draußen. Ja, draußen ist so. Heute 3-1 Sieg. Bani Schalpel macht Tor, guckt einfach. Hau rein. Stay happy, macht das Beste aus eurem Leben und seid einfach lieb zu allen, also zu allen anderen Menschen, weil man weiß nicht, was man durchmacht oder was die anderen durchmachen. Chaka. Ciao. Dankeschön. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Wollt ihr irgendwas noch sagen? Kommen wir was? Bitte. Ein Chickenburger oder so. Nein, Bruder, sorry, Jungs. Tut mir leid, ja. 1 Euro? 1 Euro ist crazy, Bruder. Ja, okay, Spaß. Auf jeden Fall, an alle, die Freak, an alle, die gefälschte Sachen tragen, soll ich mal etwas. Ja, die sollen mal originale Sachen leisten. Ja, Bruder. Bro. Sollen sich mal originale Sachen leisten, die Goofies, Digga. Was sein Leiste? Da ist ein Loch drin. Du hast frische Haare, wollte ich dir noch sagen, Bruder. Ach so, danke, ja. Hast du wirklich nicht mal 1 Euro oder so? Nein, Bruder, tut mir leid. Thank you, bro. I bet. What's your Instagram? I can put it on your phone if you like to. Gruß an alle, die Fake-Sachen tragen. Ich küsse euer Herz. Aber übertreibt's nicht, ja? Beste YouTube-Kanal. Auf jeden Fall gerade, Bruder, ein Security ist gekommen. Er meinte, man darf hier nicht filmen und so bla bla. Wir sind nämlich Mall of Berlin, Bruder. Deswegen müssen wir uns jetzt hier irgendwie aus diesen Dings da raus verpissen. Ich bin nämlich so wie Jedion, Bruder, in diese Kaufhaus-Videos immer, Digga. So, eigentlich fast jeder, den man sieht, trägt wirklich Fake-Sachen. Aber ich gehöre auch dazu, Bruder. Ich trage auch diese Fake-Ferragamo-Belt, Bruder. Aber ich muss sagen, ich trage diese auch mit Herz, Bruder. Ich bin stolz darauf. Die anderen Leute meinten es ja auch schon die ganze Zeit. Man muss einfach sagen, wenn Fake ist, dann ist Fake so. Wenn nicht, dann bist du einfach nur ein Goofy-Ass. Viele freshe Youngins waren auf jeden Fall im Video, Digga. Die waren auf jeden Fall funny, Digga. Wenn wir gleich kommen, wir sehen uns nächstes Mal.